Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück bei Diablo 3. Ich spiele die Kampagne im Hardcore-Modus auf Qualstufe 16. In der letzten Episode haben wir Deckard Cain befreit und ich soll jetzt mit Lea sprechen. Doch bevor ich das mache, ich habe mich eben mal kurz umhergeschaut. Ich habe mich eben mal kurz umgeschaut und ich habe gesehen, dass hier noch zwei NPCs stehen, mit denen ich reden kann. Einmal hier die Miliz von Tristram. Die kann ich befragen zu Lea und Cain. Was könnt ihr mir über Lea und ihren Onkel Deckard Cain erzählen? Nicht allzu viel, fürchte ich. Sie kamen vor etwa einem Jahr hierher. Wenn Lea nicht damit beschäftigt war, sich um ihren Onkel zu kümmern, half sie in der Stadt aus. Er hingegen verbrachte seine Tage in der alten Kathedrale, suchte nach alten Texten, nach dem, was ich gehört habe. Sie waren beide dort, als das Ding einschlug. Sie kann von Glück reden, am Leben zu sein. Okay. Und das andere war der Bürgermeister der Stadt, der hier ganz unten links steht und uns den Weg versperrt. Mach den Weg frei. Ich möchte passieren. Wie kannst du es wagen, so mit mir zu sprechen? Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Warum versucht ihr dann, sie zu verlassen? Bist du von Sinnen? Diese Stadt ist dem Untergang geweiht. Jeder, der auch nur über einen Funken Verstand verfügt, sollte versuchen, von hier wegzukommen. Wirst du mir helfen oder nicht? Nein. Im Moment ist der sicherste Ort für Feiglinge hinter den Toren. Okay, dann sprechen wir mal mit Lea. Onkel, du lebst! Dank dir und deiner Freundin hier. Die Zeit wird knapp. Was könnt ihr mir vom gefallenen Stern berichten? Ich weiß nicht viel, fürchte ich. Obwohl die Prophezeiung der Endzeit ihn sicherlich als Zeichen deutet, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Okay, ich habe eine mächtige Geisel bekommen. Die will ich nicht. Und ich kann mit Lea sprechen. Leben mit Cain. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Wonach sucht euer Onkel? Er ist überzeugt, dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Okay, und dann sag mir noch mal etwas über Adrian. Was habt ihr über eure Mutter erfahren? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Okay. Der Schmied. Diese finsteren Ereignisse verlangen uns viel ab. Ich mache mir um Hedrick, unseren Schmied, die meisten Sorgen. Seine Frau wurde verletzt. Und es ist seine Aufgabe, sich um diejenigen zu kümmern, die sich verwandeln könnten. Seine Familie hat schon früher unter diesem Fluch gelitten. Sein Großvater, der Kanzler von König Leoric, wurde getötet, als sich das Böse vor 20 Jahren zum ersten Mal über Tristram ausbreitete. 20 Jahre ist das schon her, okay. So, der Weg ist jetzt offen. Schauen wir mal, mit wem ich alles noch sprechen kann, zum Beispiel mit Miriam. Chelsea, wie nett von euch zu fragen. Meine Leute sind Nomaden, die wir ziehen. Wir sind immer auf Reisen und suchen das Land, in dem wir uns womöglich niederlassen werden. Ein jeder von uns hat einen wahren Blick, doch nur bei wenigen ist er so scharf wie der meine. Männer begehrten mich schon immer wegen meiner Visionen, müsst ihr wissen. Nun ja, vielleicht nicht nur deswegen, aber jeder will wissen, was die Zukunft für ihn bereithält. Meine Zukunft birgt den Tod für diejenigen, die dieser Welt schaden wollen. Immer diese Kämpfe und dieses Kriegsgeschrei. Könnt ihr nicht innehalten und die wärmende Nähe eines guten Mannes genießen? Nein, kann ich nicht. Kann ich nicht. So, Hedrick. Bedrückt euch etwas? Meine Frau, sie ist schwer krank. Möge sie schnell gesunden. Möge sie schnell gesunden, genau. Hier ist noch jemand. Der habgierige Shen. Erzählt mir von euch. Ah, ein
ausgesprochen interessantes Thema. Ich verkaufe Juwelen. Das klingt nicht besonders interessant. Ich habe nie versprochen, die interessanten Aspekte zu verraten. Okay, die rastlosen Toten. Ihr seid sehr mutig, die Stadttore hinter euch zu lassen. Ich habe gehört, da draußen lauern alle möglichen gefährlichen Wesen. Die düstere Magie des gefallenen Sterns hat die Toten zu neuem Leben erweckt. Das ist ja grauenvoll. Ich meinte eigentlich die Ratten und Schlangen. Deckard Cain. Dieser Deckard Cain gefällt mir. Es kommt nicht oft vor, dass ich jemanden begegne, mit dem ich so viel gemein habe. Ihr zwei erscheint mir nicht besonders ähnlich. Wir hatten beide in unserer Jugend sehr interessante Erlebnisse mit den Priesterinnen von Zakharum. Okay. So, ich glaube, hier hinten ist nichts mehr. Ach doch, die Tristram-Fähre. Verzeiht, doch die Fähre nach Wortham steht still. Wir können bei all diesen Ereignissen niemanden übersetzen. Es ist zu unsicher. Es ist zu unsicher, na gut. Wenn er das sagt, dann ist das wohl so. Ist hier noch jemand? Nein. Klar, natürlich mache ich auch mal Geschäft. Mit dem Händler möchte ich auch nicht sprechen. Gut, dann zurück zu Deckard Cain. Und... Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Eine traurige Geschichte. Doch ich suche den gefallenen Stern und er ist mir im Weg. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakharum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Okay, oh, hier sind noch einige Optionen. Wer seid ihr? Ich bin der Letzte der Horadrim. Das konnte ich nicht immer von mir behaupten. Tatsächlich hätte Diablo vor seiner Schreckensherrschaft aufgehalten werden können, hätte ich mich den horadrischen Lehren früher verschrieben. Das dürft ihr nicht glauben. Als die ersten Anzeichen auftraten, blieb ich tatenlos. Ich tat die alten Erzählungen als Gewäsch ab. Und Tristram, nein, die ganze Welt musste für meine Überheblichkeit zahlen. Ich habe mich bemüht, meine Verfehlungen wieder gut zu machen. Lea und ich haben ihr gesamtes Leben lang die Welt durchstreift, um Teile der Prophezeiung der Endzeit zu sammeln. Wenn ich sie entziffern kann, werden wir den Schlüssel zur Zerstörung der Herrscher der Hölle in Händen halten. Okay, eure adoptierte Nichte. Ihr und Lea scheint einander sehr zugetan. Ich weiß nicht, wie mein Leben ausgesehen hätte, hätte ich sie nicht großgezogen. Oh, es muss für Lea schwer gewesen sein, einem alten Mann zu folgen, auf seiner wahnwitzigen Suche nach den Geheimnissen, die Herrscher der brennenden Höllen zu vernichten. Doch obwohl sie so manches gesehen hat, glaubt sie noch immer nicht ganz an meine Aufgabe. Es ist verständlich. Sie hat noch nie etwas wie Diablo und seine Brüder gesehen. Die Prophezeiung der Endzeit. Die Prophezeiung der Endzeit steht in den horadrischen Folianten geschrieben, die mir von meinem Vorfahren Jared Cain überlassen wurden. Diejenigen, die ihren Sinn erkennen können,
sehen in ihr eine Warnung vor der endgültigen Invasion unserer Welt durch die Hölle. Geschrieben wurde sie von vielen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Weltgeschichte und in verschiedenen Teilen Sanctuarius. Alle bekannten Versionen der Prophezeiung sind unvollständig. Ich habe die letzten 20 Jahre versucht, sie zu vervollständigen. Ich bin gewiss, dass in ihr die Antwort darauf zu finden ist, wie die Herrscher der Hölle besiegt werden können. Okay, dann müssen wir die Prophezeiung finden. Der wahnsinnige König Leoric. Diablo trieb Leoric in den Wahnsinn? Leoric leistete der Besessenheit durch Diablo Widerstand. Doch die Anstrengungen schwächten und verwirrten ihn. Als sein Sohn Albrecht entführt wurde, um als Gefäß für Diablo zu dienen, verlor er endgültig den Verstand. Und nachdem er zum Skelettkönig wurde? Er befehligte eine Armee der Toten tief im Inneren der Kathedrale und diente nun dem Herrn des Schreckens, dem er sich lebendig noch widersetzt hatte. Viele Abenteurer hatten versucht, den Skelettkönig zu besiegen und dabei versagt. Es war Aiden, Leorics ältester Sohn, der das Monster tötete, zu dem sein Vater geworden war. Okay, dann schaue ich nochmal schnell in die zwei Hütten. Immer wieder auf der Suche nach Tagebüchern. Hier ist keins. Ich weiß gar nicht, ob da ganz links eins stehen kann. Ich schaue einfach jedes Mal. Hier ist auch keins. Hier ist eins. Leas Tagebuch. Wahrscheinlich Teil 3. Ja. Onkel Deckard ist wieder zu Hause. Gerettet aus den Fängen des Skelettkönigs. Ich bin so froh. Aber der Skelettkönig? Ich dachte, er wäre nur ein Bauernmärchen. Der Gedanke, dass der wahnsinnige König Leoric zurückgekehrt sein könnte, um dieses Land zu peinigen, hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Hat denn Tristram nicht schon genug gelitten? Gute Frage. So, dann schauen wir mal hier hinten. Denn wir müssen mit Hedrick sprechen. Zuerst Miriam. Das Wesen der Welt. Die Welt erneuert sich selbst fortwährend und dieselben Ereignisse spielen sich immer wieder ab. Uns bleibt nichts anderes, als unsere Rolle zu spielen. Müsst ihr immer in Rätseln sprechen? Ich spreche in deutlichen Worten. Gebt mir nicht die Schuld an eurem Geisteszustand. Ich habe aber immer auch nicht verstanden, was sie da von mir wollte. So, dann kann ich garantiert auch noch mit ihm hier sprechen, genau. Juwelen. Wisst ihr, nichts anderes auf der Welt ist so perfekt wie Juwelen. Ihre Farbe, Größe, Form und Transparenz. Transparenz? Oh ja? Wenn sie auch noch essbar wären, bräuchte ich nichts anderes im Leben. Nicht, dass sie es nicht wären. Ich habe gehört, manche Leute streuen sich sogar zerriebene Kristalle auf ihr Essen. Voll Deibel. So, Hedrick. Seine Frau ist ja krank. Schmied, haben wir schon erfahren. Deckard Cain sagte, ihr könntet helfen, die Krone Leorics zu finden. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Es ist zwar bedauerlich, aber es muss getan werden. Ich werde euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Wir müssen bereit sein, dem Ganzen ein Ende zu setzen, falls er es nicht kann. Habt Dank, sagt er. Danke, dass du meine Frau tötest. Ja. Gehen wir mal hier rein. Wir werden schon erwartet. Meine Freunde, es tut mir leid. Entschuldigung, werden Sie nicht zur letzten Ruhe. Mira, meine Liebe, bitte vergib mir. Noch nicht bereit. Hedrick, hilf mir! Liebe ist der sicherste Weg in ein tragisches Ende. Daher habe ich hier abgesprochen. Okay. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Hedrick, ich brauche eure Hilfe. Ich muss Leorics Krone finden. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden.
Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Das mache ich. So, ich habe so langsam die Befürchtung, dass ich das nicht schaffe mit 2 oder 3 Episoden pro Akt. Wir sind dann noch nicht mal beim Skelettkönig und die Episode geht jetzt auch schon wieder seit 15 Minuten. Dann töten wir mal hier ein paar Gegner und beschleunigen das Ganze. Und zwar muss ich zum Friedhof, der da irgendwo... Ich weiß, dass der hier im Norden irgendwo ist. Niemand hält mich zurück. Das werde ich nicht tun. Hier ist doch der Eingang. Ah, fast. Genau, sucht nach dem Altar des Kanzlers. Unterhalb des Friedhofs, genau. Hier sind jetzt 3 Eingänge und in einem der 3 ist der Altar. Das kann ich nicht. Die Vorfahren sind mir erheut. Unmöglich. Hier ist er schon mal nicht. Die Krone muss sich in einer anderen Krypta befinden. Genau. Dann will ich weitermachen. Das ist doch jedes Mal zufällig, in welcher dieser 3 Krypten oder Kryptas, was sind die Mehrzahl von Krypta? Das werde ich nicht tun. Ja, in welcher der 3 sich der Altar befindet. Diamanten möchte ich mitnehmen. Komm her. Ich brauche mehr Zeit. Ich befürchte, auch hier bin ich falsch. Obwohl. Ja, ich habe übrigens die Nemesis Armschienen im Würfel hinterlegt. Das heißt, bei jedem Schrein, den ich betätige, werden ein paar Elite-Gegner aufkloppen, so wie eben geschehen. Nein, ich werde nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric... Doch, wirst du. So, damit habe ich... die Krone und ich muss jetzt mit dem Startportal zurück zu Hedrick. Dann mache ich das mal. Hedrick, hier ist der. Ihr habt die Krone gefunden. Um ehrlich zu sein, hätte ich es nicht erwartet, euch je lebend wiederzusehen. Ah, sie muss repariert werden. Sollte kein Problem sein. Dann reparier mal. Es ist schön, wieder zu arbeiten. Bitte. Genauso neu wie an dem Tag, an dem sie dem finsteren König auf den Kopf gesetzt wurde. Ich habe genug vom Schaufeln, Schmieden. Ich muss mich mit etwas Sinnvollem ablenken, damit mein Leben wieder Bedeutung hat. Dann folgt mir und perfektioniert euer Handwerk. Ich habe tödliche Aufgaben vor mir und ich werde eure Waffen benötigen. Gut, seine Waffen brauche ich nicht wirklich. Wir sprechen erst einmal über seinen Großvater. Ihr habt gesagt, dass euer Ahne unter König Leoric Kanzler war. Erzählt mir von ihm. Da gibt es nicht viel zu erzählen. Ich lebte zu der Zeit mit meinem Vater in Caldeum. Wir haben gehört, dass mein Großvater bis zum Ende in Tristram blieb und versuchte, Leben zu retten. Keine Ahnung, ob es ihm gelang, aber so ist es eben. Als der Skelettkönig fiel, lag mein Großvater durch eine Schwertwunde tödlich verletzt im Sterben. Er hat die Krone mit in sein versiegeltes Grab genommen, um sie sicher zu verwahren. Euer Großvater war ein Held, auf seine Art. Ihr solltet stolz auf ihn sein. Okay, und Mira Ehemann, ich glaube, das ist seine Frau. Was tut ihr hier?
Der Leichnam eurer Frau ist noch nicht mal kalt. Ich habe sie begraben. Und nun gibt es Arbeit, die erledigt werden muss. Es liegt keine Schwäche darin, zu trauern, Schmied. Als ich ein Mädchen war, erschoss ein feiger Krieger der Westmark meinen Vater aus der Sicherheit der Bastion. Ich habe meine Trauer hinter zusammengebissenen Zähnen zurückgehalten und mich mit den Händen an der Mauer hochgezogen. Dann habe ich sie dem Hundesohn entgegengeschrien, während ich das Leben aus ihm würgte. Diejenigen, die sich hart machen, machen sich auch zerbrechlich. Als gebrochener Mann nützt ihr mir nichts. Ich möchte nicht über meine Frau sprechen. Tod ist tot, fort ist fort. Braucht ihr etwas oder nicht? Okay, dann macht doch mal bitte diese Gegenstände kaputt, genau. Und hier ist kein Tagebuch. Gut. Dann halt nicht. Er hat auch nichts. Schauen wir mal schnell hier rein. Auch nichts. Das kann ich nicht. Hier ist ein Buch. Der Kapitän war fleißig, während ich auf dem Friedhof unterwegs war. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Gut. Leoriks Krone wurde neu geschmiedet. Ah, endlich. Damit könnt ihr die versiegelte Tür in dem Raum, in dem ihr mich gerettet habt, öffnen und die königlichen Krypten betreten. Wenn ihr den Skelettkönig gefunden habt, setzt ihm die Krone auf das Haupt und zerstört ihn. Ich werde ihn vernichten und den gefallenen Stern finden. Okay. Dann auf zum Skelettkönig. Aber das Ganze machen wir erst in der nächsten Episode. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst doch bitte ein Däumchen da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um die nächste Folge nicht zu verpassen. Und schaltet gern beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, gehabt euch wohl.